Hallo Freunde der gepflegten VR-Unterhaltung, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, neues Gameplay von mir und zwar gibt es heute Multiplayer, es gibt Battle Royale, es gibt Pfeil und Bogen und das Ganze in VR, also was wollen wir mehr? Eigentlich kann ich aufhören hier. Kauft das Game. Nein, Spaß beiseite. Gehen wir mal auf die Steam-Seite von Air Ranger und schauen uns mal ganz kurz das Video an. So, da sehen wir Fortbewegung. Ist in so einer Art Greifhaken, also man kann sich einmal mit diesen Greifhaken fortbewegen, relativ große Strecken auch und man fliegt dann so. Man kann im Flug auch normal auf Gegner schießen, man kann aber auch die Richtung mit einem erneuten Greifhaken dann beeinflussen und die Greifhaken sind aber nicht unendlich, das heißt, die sind irgendwann leer, ich weiß nicht, ob es 5 waren, auf jeden Fall sackt man dann irgendwann runter und die laden dann weiter auf wieder. Und ja, das wäre sonst unfair, wenn man unendlich Greifhaken hätte und die Leute würden nur die ganze Zeit hin und her fliegen. Ja, das dazu. Und ja, wie wir sehen, es gibt auch Nahkampfangriffe, also da kommen wir aber gleich nochmal zu. Man kann wirklich Schwerter auswählen und dann in den Nahkampf übergehen, sage ich mal. Ist mir auch passiert, ich wurde so auch getötet einmal. Seht ihr auch im Video nachher. Ja, das dazu und schauen wir uns mal ganz kurz die Waffen an. So, also man kann Bögen finden in Kisten, Airdrops gibt es und ja, da seht ihr die ganzen Bögen, die es hier gibt und ich hatte einmal, ich weiß gar nicht, wie die jetzt heißen, aber ich habe es ja erst gerade angefangen neu, aber einmal war ein Sniperbogen, der war echt nice, also damit konnte man echt richtig gut zielen und die haben auch meistens wirklich gesessen. Dann haben wir so eine Art Schutzschild, den man vor den Bogen spannen kann, also ist auch ganz hilfreich gewesen. Ja, wir finden Westen und Helme, genau wie in anderen Battle Royale Games halt, Heilung und ich weiß nicht, was das jetzt hier war. Man findet andere Pfeile und ja, man findet andere Nahkampfwaffen, den habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe auch keine 2 Schwerter gefunden, aber das eine hat man standardmäßig, also man hat schon eine Nahkampfwaffe. Ja, das dazu und ja, wie wir schon sehen, sehr positive Bewertungen und ich kann es nach der kurzen Spielzeit, die ich jetzt habe, auch eigentlich bestätigen. Also mir hat es Spaß gemacht und ich denke, das kann echt was werden. Und ja, das Ganze kostet 8,99 € regulär und momentan im Angebot 7,64 €. Aber ihr braucht eigentlich noch nicht kaufen, denn ja, ich habe Keys bekommen. Also insgesamt habe ich 4 Keys bekommen. Einer sollte für mich sein. Und 3 zum Verlosen. Leider funktioniert aber direkt der erste Key nicht, den ich versucht habe. Also der war irgendwie schon vergeben. Also ja, sind jetzt eigentlich nur noch 2 Keys, die ich hier verlosen kann. Ich bin aber in Kontakt mit dem Entwickler, dass er mir dann nochmal, ja, nochmal einen Key zur Verfügung stellt, dass ich wirklich 3 Keys hier verlosen kann an euch. Und ja, ich denke, ich bin guter Dinge, dass ich da auch einen neuen Key bekomme und ich hoffe natürlich, dass die anderen 2 auch vernünftig funktionieren. Also der 2., den ich probiert habe, funktionierte direkt, von daher gehe ich mal davon aus, dass das auch funktioniert. Wenn ihr gewinnen wollt, schreibt einfach in die Kommentare einmal, ja, ich möchte den Key gewinnen. Und ihr seht 2 Runden, die ich gezockt habe in dem Gameplay-Video und da hätte ich gerne von euch, welche Platzierungen mache ich am Ende der Games? Also einfach schreibt einfach Spiel 1, Platz 8, Spiel 2, Platz 9, ne? Oder Platz 3, Platz 4 oder so weiter und so weiter. Also, dass ich wirklich sehe, ihr habt das Video geguckt und ist nur fair den Leuten gegenüber, die wirklich meine Videos verfolgen und nicht nur hier einen Key gewinnen wollen. Und ja, das möchte ich schon dann belohnen und von daher machen wir es so. Okay, das war es eigentlich schon. Genau, Oberfläche ist in Deutsch. Ich hatte das Gefühl, dass so ein bisschen noch Übersetzungs-, ja, sag ich mal, Menü, ein bisschen Übersetzungsfehler waren. Aber das wird natürlich mit Sicherheit alles behoben. Aber war jetzt nur mein Gefühl von den Settings hier, von den Einstellungen her, die ich da durchgegangen bin. Ja, das war es eigentlich erstmal. Und ja, ich mache auch heute kein Fazit am Ende, denn kann ich euch eigentlich jetzt sagen, ich bin echt überrascht von dem Game, hat Spaß gemacht. Ist jetzt nicht vergleichbar mit Indes, also Pfeil und Bogen wird, Spiele werden oft mit Indes verglichen und ich finde die Indes-Physik, Pfeil und Bogen ist unschlagbar, also da kommt momentan kein Game ran, kein Pfeil und Bogen-Game, auch das nicht, aber ich sehe das auch anders, das ist mehr so, ja, Multiplayer und ja, so Sci-Fi-Charakter ist das Ganze und Indes geht ja in die
Fantasy-Mittelalter-Schublade rein, sage ich mal. Und ja, von daher passt das und man kann echt gut zielen, also funktioniert top, aber von der Physik her funktioniert es halt anders als bei Indes. Nur so viel, nur dazu mal. Grafik gefällt mir auch echt gut. Hat auch schon auch diesen Look wie bei, wie hieß das Game, Headshot VR und wie sie alle heißen, also das sieht man relativ schnell. Die sehen jetzt ganz anders aus, die Charaktere hier, aber wenn man zum Beispiel in dem Menü ist, gibt es hinten so einen Trainingsmodus, da kommen Zombies und die sehen genauso von den Köpfen aus wie halt überall in so Games, so Minecraft-Look, sag ich mal. Ja, Leute, also von mir kriegt der Titel hier einen Daumen hoch, also Kaufempfehlung meiner Meinung nach, aber ihr könnt ja Keys gewinnen, von daher wartet mal. Ich denke, dass ich Samstag dazu komme, die Auslosung zu machen. Ich hoffe es, ich kann es noch nicht versprechen. Aber das werde ich dann sehr wahrscheinlich auch wieder im Livestream machen und auch wieder mit diesen Losen auslosen, ist am fairsten. Und wenn ich bis dahin auch einen dritten Key wieder bekomme, gibt es 3 Gewinner, ansonsten erstmal nur 2. Ja Leute, dann wollte ich mich noch beim Hoshi bedanken, der hat mich erst auf das Game hier gebracht und ohne ihn hätte ich das gar nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt. Also danke dafür und wer den Kanal vom Hoshi nicht kennt, schaut einfach mal rein. Der macht Retro-Gameplay, der macht VR-Gameplay, der flucht gerne. Also super Kombi, schaut rein, gebt ihm Abos, gebt ihm Likes. Also der hat es definitiv verdient, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ja, Link ist in der Beschreibung. Da ist auch der Chris Reality vom VR-Pack, da ist der Hank vom VR-Pack. Also die Kanäle sind sowieso immer verlinkt. Und es gibt noch so viele gute Kanäle, der Zitronenarzt, die Gaming Lady Nikki, der Mo von VR, Sebastian MRTV und ja, also sorry für die Leute, die ich jetzt nicht noch wirklich auf dem Schirm habe. Aber es gibt so viele geile VR-Kanäle und ich finde, wir halten da schon gut zusammen und versuchen VR zu pushen, denn VR ist keine One-Man-Show, also durch eine One-Man-Show kann man VR nicht pushen, meiner Meinung nach. Von daher sollte man da gut zusammenhalten und ja, das tun wir eigentlich auch im kleinen Kreis. Ja, Leute, und ich würde sagen, passt auf, welche Platzierung ich mache, damit ihr für das Gewinnspiel gewappnet seid. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Gameplay. Haut rein. Das ist unser Startanfang quasi, unser Menü. Hier kann man so ein bisschen ja, mit den Pfeilen üben. Wir haben Teleportpfeile, so wie bei Indes ungefähr, nur dass sie hier ein bisschen anders funktionieren. Man kann auch in der Luft schießen. Man kann sich auch mehrmals hintereinander. Man kann so quasi immer wieder die Richtung auch ändern. Probieren wir mal da. Can't move there. Da oben hinzukommen. Ah, der hat sogar gesessen. Also ist viel möglich. Wir haben sogar Schwert. Um in den Nahkampf zu gehen, also alles möglich. Ich habe eben schon mal eine Runde gespielt und habe auch direkt gewonnen, also mehr Glück konnte ich nicht haben und mehr Pech auch nicht, weil ich habe das Ganze nicht aufgenommen. Von hier aus kann man das Ganze dann starten. Man kann sich einen Charakter aussuchen und ob männlich oder weiblich, also ich konnte jetzt nicht aussuchen, wie er aussieht. Ich würde sagen, wir können gucken uns noch mal ganz kurz die Einstellungen an, die wir hier haben. Aber viel gibt es jetzt nicht. Ne, wir haben hier wieder Links- oder Rechtshänder. Ist sehr, sehr wichtig, besonders bei Pfeil- und Bogen-Games. Musterbeschreibung, Hinweise, weiß ich jetzt nicht. FPS, ist, ja klar, wir können uns die FPS anzeigen lassen. Hier unten rechts, ich habe jetzt hier 80. Mache ich aber aus, stört mich. Geschwindigkeitsanzeige, ja, blutige Spezialeffekte, ja. Hier haben wir hier die Sprache, dann Server Europa. Da können wir uns natürlich aussuchen, wo wir hinwollen. Aber da bei Multiplayer-Games der Ping extrem wichtig ist, ich habe hier jetzt zum Europa-Server 34 Millisekunden. Bleiben wir auch bei dem. Zeichnungsmethode, das Ziehen der Bogensehne ohne Versatz sorgt für besseres Bogenschießen. Lassen wir mal auf normal. Weiß nicht, was sie mit Zeichnungsmethode meinen, aber Spin Shading. Ah, genau. Da
Das war der Snap-Turn. Immer wenn man Snap-Turn benutzt, hat man diesen Kreis wieder. Also das lassen wir weg. Ich habe jetzt den Free Locomotion und ich habe Snap-Turn eingeschaltet hier unten. 60 Grad bewegte sich immer. Ist ganz praktisch. Ja, das war es eigentlich erstmal, was das Menü angeht. Ja, wir suchen jetzt einfach mal einen Server und gucken mal, wie ich mich schlage. 5, 4, 3, 2, 1. Die Pots sind geöffnet. Schauen wir mal, wo wir hin können. Und wo noch andere sind. Genau, entladen müssen wir erstmal. Hier irgendwo auch andere Sachen noch finden, genau hier. Jumbo obtained. Besseren Bogen haben wir jetzt gefunden. Oh. So, schon haben wir ein paar Sachen. Ich habe noch keinen Gegner gesehen, doch da hinten. Wow. Mal schnell weg hier. Wow. Der Beste. Level 2. Okay. Sniperbogen obtained. Sniperbogen. Sehr gut, sehr gut. Wir haben 100%, also ich brauche keine Lebensenergie mehr auffüllen. Momentan. Wow. Okay, das haben wir schon. Kommt dann noch ein bisschen mit der Steuerung. Probleme. Sniperbogen macht Spaß. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Also wir haben hier auch wieder eine Zone, wo wir... Der wir ausweichen müssen. So wie bei Fortnite, PUBG und so weiter. Da ist einer. Wo soll ich hin? Jetzt mein Schatten. Okay. Ich wurde gerade wieder beschossen, glaube ich zumindest. Manchmal sind die nicht ganz eindeutig, die Pfeile. Da unten ist einer gestorben. Da war einer. Na. Okay, ich habe einen gekillt. Schnell rein da. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man sieht, wie viele Leute noch dabei sind. Wir schauen mal ganz kurz, was wir für Pfeile noch haben. Keine außer die normalen. Doch, wir haben hier noch Explosionspfeile. Wechseln wir mal dazu. Könnte wichtig werden. Der war nicht lange da. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Out of fire arrow. Den holen wir uns. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Können mal.
Mal aufladen. Gucken, was hier rauskommt. Okay. Schauen wir mal weiter. Wow. Ich wollte eigentlich nach oben. Mehr hier runter. Okay, die Kiste war ganz cool. Schießt da noch einer? Wo? Von wo? Von wo? Von wo? Wird nicht größer. Unten ist ein Geschütz, glaube ich. Oh. Sollte man nicht verschwenden. Ich weiß jetzt noch nicht, ob es alles Bots waren oder nicht. Also... Wenn es jetzt wirklich alles wirklich Spieler waren, dann... also das war meine zweite Runde und ich habe wieder gewonnen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Levelaufstieg. Man kriegt dann auch immer irgendwelche Kisten und Upgrades und so weiter. Ja, machen wir noch eine Runde. Also ich denke schon, dass es wirklich Spieler sind. The hatch will open soon. Prepare to fight. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Was ist denn jetzt hier? Ah, cool. Manchmal hört sich an, ob man direkt einen abkriegt, aber... Can equip. Can equip. Gehen wir mal zur Burg. Out of hook arrow. Out of hook arrow. Oh Gott. Das ist was. Was noch was, was noch was? Can equip. Okay, also die Haken Teleportpfeile sind begrenzt. Auch gut zu wissen. Ist ja auch nichts los. Ist relativ groß die Map, finde ich jetzt. Mal da oben hin. Okay, noch keinen Gegner gesehen. Das ist komisch. Das ist komisch. Schauen wir mal da hinten.
Zeig mal hinterher. Okay. Man darf nicht locker lassen. Komm hier rein. Und aufheben. Mit Träger kann man aufheben. Ich bräuchte mal einen besseren Bogen. Der gefällt mir irgendwie noch nicht. Ein Level 1er Bogen. Can't move there. Okay, der sieht nett aus. Okay, wo ist er hin? Und wo? Okay. Okay. Ich wollte eigentlich schnell aufs Schwert, aber keine Chance, der war besser.